sie nun einmal an. Ich verdächtige irgendjemanden als Täter in einem mir übertragenen Fall. Was tue ich dann? Nun, ich studiere zunächst den Charakter des Betreffenden und dann entscheide ich, ob ich ihn verhaften lassen soll oder nicht. Und wenn nicht, lasse ich meinen Freund ganz in Ruhe. Er wird nicht verhaftet. Aber ich gebe ihm zu verstehen, dass ich ihn verdächtige und ihn Tag und Nacht beobachte. Dabei wird er den Kopf verlieren. Darauf können Sie sich verlassen. Ich weiß, dass er mir verfallen ist und nicht entkommen kann. Er ist wie ein Schmetterling vor einer Flamme. Er umkreist sie. Umkreist sie, ich sehe ihn, warte auf ihn und im richtigen Moment, Ruhe! Verschlucke ich ihn.